Ja, herzlich willkommen an alle Menschen draußen an den Geräten und herzlich willkommen, Uli Christofczyk, Vorstand vom Christophorus-Werk und einer der Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege, heute zu unserem Podcast Auf ein Wort. Und das Wort ist heute Impfpflicht. Impfpflicht ist im Augenblick in aller Munde, momentan sogar die Impfpflicht für alle. Aber worüber wir uns heute unterhalten wollen, ist die Impfpflicht für Berufe im Gesundheitswesen. Seit Wochen kreieren auch da verschiedene Kreise in Medien, aber eben auch in der Fachöffentlichkeit die Diskussion rund um die Impfpflicht für Menschen in der Pflege, für Beschäftigte rund um Pflege. Und wir haben in der Ruhrgebietskonferenz Pflege dazu letzte Woche eine Stellungnahme veröffentlicht, die auch das ausdrückt, was bei uns auch intern diskutiert worden ist, nämlich durchaus eine große feststellbare Ambivalenz und Vielfalt der Meinung. Deswegen gibt es dazu nicht die eine Stellungnahme der Ruhrgebietskonferenz Pflege, sondern es wird jetzt unterschiedliche Meinungen auch geben. Wo wir heute mit anfangen wollen, ist die Meinung von Uli Christofczyk, Vorstand im Christophorus-Werk, wie gesagt, und auch einer derer, die sich bereits öfters medial zu unter anderem der Impfpflicht geäußert hat. Uli, wie sieht es bei euch aus? Wie sieht es bei dir aus? Wie stehst du zur Impfpflicht für die Pflege? Mir wäre vielleicht zu Anfang wichtig, dass man einordnen kann, was ich dazu sage. In dieser ganzen aufgeheizten Diskussion wird man ja relativ schnell missverstanden. Meine Position von Anfang an der Pandemie war, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Menschen, die in Heilberufen, in der Pflege arbeiten, im Krankenhaus, im Altenheim, in Kitas, eine Verantwortung haben und selbstverständlich geimpft sein sollten. Und ich habe aber von Anfang an gesagt, da setze ich auf das Verantwortungsbewusstsein der Menschen, die bei uns arbeiten und natürlich auch auf Führung. Also das ganz grundsätzlich vorneweg. Und ich kann jetzt erstmal nur, und will das auch fürs Christophorus-Werk sagen, diese Strategie, nicht von Anfang an Druck auszuüben, nicht auszugrenzen, Menschen mitzunehmen, zu versuchen zu überzeugen, war bei uns höchst erfolgreich. Wir haben eine Impfquote bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Evangelischen Christophorus-Werk, ich habe gestern nochmal nachgeschaut, von 93%. Wenn wir diese Impfquote in der gesamten Gesellschaft hätten, wären wir mit dem Thema durch. Das nur mal vorneweg. Und ich halte dann jetzt diese ganze Diskussion um Impfpflicht für völlig skurril, weil ich glaube, dass sie uns erstens nichts bringt. Zweitens, aus meiner Sicht, jedenfalls was die Pflege betrifft, überhaupt dann nur einen Sinn gibt, wenn man es allgemein auf alle ausweitet. Und ich drittens glaube, das ist ja heute auch gesagt worden, dass es zumindest zum Brechen der vierten Welle keinen Effekt mehr haben wird, eventuell zur fünften oder sechsten. Ich kritisiere auch, dass die Politik natürlich aus meiner Sicht dann nicht mitbeantwortet, wenn wir eine Impfpflicht hätten, zum Beispiel bei uns. Was heißt das denn arbeitsrechtlich? Was heißt das denn in den Auswirkungen? Gibt es Handlungssicherheit? Ich halte das, und das will ich nochmal deutlich sagen, aus meiner Sicht für eine Stellvertreterdiskussion, für ein Stückweg Populismus, um eigentlich abzulenken von den eigentlichen Dingen, über die wir diskutieren müssten, nämlich aus meiner Sicht ein allgemeines Politikversagen. Das muss man einfach mal so sagen, ganz deutlich. Wir haben 6.000 Intensivbetten abgebaut. Wir haben Impfzentren geschlossen, jetzt öffnen wir sie wieder. Wir haben es nicht geschafft, ausreichend Personal in die Pflege, in die Krankenhäuser zu holen. Wir haben keine Reform der Pflegeversicherung und ich könnte jetzt ganz vieles dazu sagen. Darüber wird nicht diskutiert und ich bin, um es jetzt auch mal zuzuspitzen, nicht für eine Impfpflicht, aber manchmal denke ich, eine Schweigepflicht für Politiker und Politiker wäre angemessen an der Stelle, um nicht alle 2, 3 Monate eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, darüber eine Riesendiskussion zu machen und eigentlich das Eigentliche zu vergessen, nämlich wirklich Leadership in der Politik, Meinung, Klarheit, vorausschauendes Management, das vermisse ich an der Stelle. Und von daher geht mir diese ganze Diskussion mächtig auf die Nerven, um es mal ganz deutlich zu sagen. Okay, danke für diese klaren und pointierten Worte. Ich glaube, dabei können wir es auch belassen. Das war Tacheles genug auf ein Wort zur Impfpflicht in der Pflege, in den Gesundheitsberufen. Uli Christofczyk, vielen Dank. Bitteschön.